mal eine Frage. Was hältst du von Erwin Kostetter? Der ist super, mit dem steigen wir wieder auf. 100%ig. Ist er nicht ein bisschen zu alt? Für Werder nicht. Er ist der beste Mann. Die anderen kann man vergessen. Erwin ist geil. Erwin ist der beste Mann. Im Augenblick gewähren die Fans Erwin Kostede ihre Gunst, denn er trifft. Wenn er keine Tore schießt, bekommt er auch kein Geld. Er wird nur bezahlt, wenn er spielt und Erfolg hat. Im Augenblick hat er ihn. Und die Unterstützung der Ostkurve im Werder-Stadion ist ihm sicher. Er weiß aber auch, wie es ist, ausgepfiffen zu werden. Das hat er vor 2 Jahren in Dortmund am eigenen Leib erlebt. Wenn ich ausgepfiffen werde, dann möchte ich keinen Ball mehr haben. Dann verstecke ich mich. Und natürlich, es gibt robuste Typen. Ich bin scheinbar sensibel. Aber auch der stärkste Fußballer kann auf Dauer die Pfiffe nicht ertragen und seine Leistungen fallen ab. Ja, er ist sehr feinfühlig. Man muss mit der Kritik muss man etwas vorsichtig sein. Ich weiß es halt, wie ich ihn anpacken muss. Ich weiß, wie ich ihn führen muss, weil ich eben mit ihm in Offenbach zusammengearbeitet habe. Die Verletzbarkeit des braunen Bombers kommt nicht von ungefähr. Als Kind wurde er gelegentlich wegen seiner Hautfarbe gehänselt. Er wuchs ohne Vater auf. Er suchte Freunde. Er lernte Schlosser, begann Fußball zu spielen. Als er mit 19 Profi wurde und plötzlich viel Geld verdiente, stellten sich Freunde ein. Die Falschen, meint Erwin Kostetter heute. Sie haben einen amerikanischen Vater und einen deutschen Namen. Ja. Sind Sie ein uneheliches Kind? Ja, das bin ich. Mein Vater ist GI und meine Mutter kommt aus Münster, ist eine Deutsche. Kennen Sie Ihren Vater? Nein, kenne ich nicht. Nie kennengelernt? Nie. Also das bedauert manchmal? Natürlich, ne? Wenn man jung ist, dann fehlt dann schon der Vater. Aber auf die Dauer geht das auch so. Ich finde, ich bin auch so durchs gutes Leben gekommen und werde es weiterhin auch schaffen, bin jetzt alt genug. Nur in der Jugendzeit, da hätte ich gerne eine Vaterhand gespürt und auch Rückhalt gehabt beim Vater. Ja. Und das ist halt nicht der Fall gewesen. Ich bedauere das, aber viele Kinder müssen ohne Vater leben, ne? Und viele Kinder sogar ohne Eltern. Das ist viel schlimmer. Erwin Kostede musste sich seine fußballerischen Qualitäten hart erarbeiten. Sein Körperbau, seine körperlichen Voraussetzungen sind nicht gerade optimal für einen Fußballer. Seine Kondition sei nie die beste gewesen, sagt er. Als er Anfang 20 war, überlegte er sich, ob er mit dem Fußballspielen ganz aufhören sollte. Der ewige Kampf um die Kondition, er hatte keine Lust mehr, sich zu plagen. Aber Monika, seine Frau, überredete ihn, weiterzumachen. Sie gibt mir Kraft, sagt er. Vor 10 Jahren starb ihr erster Sohn Markus kurz nach der Geburt. Ein Schock, unter dem auch Erwin Kostedes Leistungen litten. Seine Familie, seine Frau und der 2-jährige Marcel, seine Familie ist seine Fluchtburg. Lecker, ne? Der Mittelstürmer steht ja eigentlich unter einem ziemlich starken Druck und steht sehr zentral im Licht der Öffentlichkeit. Auf den konzentrieren sich eigentlich so ein bisschen die Fans. Lebt man da unter Leistungsdruck als Mittelstürmer? Sicherlich. Ich habe einen Posten, der ist sehr gefährlich, würde ich sagen. Man kann schnell abrutschen, man kann aber auch schnell nach oben steigen. Ich habe in jedem Spiel Gelegenheit, Tore zu schießen. Ich habe auch leider Gelegenheiten, das Tor nicht zu treffen und zu versagen. Und dann bin ich natürlich unten. Aber im Moment muss ich sagen, läuft es ganz gut. Und wenn es so weitergeht, bin ich sehr zufrieden. Sie sind jetzt 34. Wie lange wollen Sie noch spielen? Ja, dieses Jahr möchte ich noch spielen. Falls wir aufsteigen, möchte ich dann ganz gerne noch ein Jahr hintranhängen. Mhm. Glauben Sie an den Aufstieg? Ja, ich glaube daran. Fest sogar. Das Bremer Publikum sei sehr loyal, sagt Erwin Kostede. Er hofft auf die Unterstützung der Fans. Sie möge ihm erhalten bleiben.